Lasst uns doch heute mal ein paar Signaturen abgrunchen. Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass du nach diesem Video und nachdem du das bei deinen eigenen Signaturen ausprobiert hast, äußerst entspannt sein wirst. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Junk Journal Art und herzlich willkommen zu Lustige Werkzeuge im Junk Journaling. Das hier ist tatsächlich kein Witz. Wir werden diesen Hammer tatsächlich heute brauchen. Keine Panik, wenn du keinen Hammer hast oder keinen Hammer in die Hand nehmen möchtest. Es geht auch mit anderen Tools. Das werde ich dir gleich erklären. Ich habe hier die Signaturen für mein Grungy Fairies Junk Journal, an dem ich gerade arbeite. Falls du keine Ahnung hast, von was ich hier gerade rede oder falls du wissen möchtest, wie das hier zustande gekommen ist, was später mal ein Junk Journal werden wird, schau bitte unten in die Infobox. Dort befindet sich eine komplette Playlist über dieses Grungy Fairies Journal. Und da kannst du die ganzen einzelnen Schritte, die ich bisher gemacht habe, nochmal anschauen oder alles von vorne anschauen, falls du alles verpasst hast. Kann ja passieren, dass du vielleicht hier neu bist und dass dich das interessiert, was bisher passiert ist. Beim letzten Mal haben wir einige Seiten, die zu groß waren oder in der falschen Richtung waren, zusammengefügt. So wie diese hier zum Beispiel. Darüber gibt es auch ein Video, befindet sich auch in dieser Playlist, die unten verlinkt ist. Und das Ganze habe ich jetzt hier schon mal zu meinen Signaturen zusammengelegt, so dass ich jetzt hier so einen Haufen Papier habe, wie man sieht, der ungefähr DIN A5 ist. Bisschen was steht an den Seiten hier raus, aber das soll bei diesem Junk Journal auch so sein. Und das habe ich jetzt zu diesen kleinen Heftchen, den sogenannten Signaturen, zusammengefügt, so dass ich jetzt weitermachen kann. Das hier ist vielleicht nicht unbedingt die Reihenfolge der Seiten, Entschuldigung, die ich später in meinem Journal haben werde. Es kann sein, dass ich da die Reihenfolge nochmal etwas verändere. Aber für das, was ich dir heute zeigen möchte, ist es notwendig, dass ich hier so ein ganzes Bündel quasi habe. Dafür ist es notwendig, dass ich die einzelnen Signaturen schon hier habe. Also wenn du das nachmachen möchtest, steck einfach deine Blätter auch so zusammen, dass du so verschiedene kleine Heftchen hier hast und nimm bitte nicht alle Zettel einzeln. Ja, könnte man ja auch machen, die einzelnen Seiten so hintereinander so greifen. Das funktioniert aber nicht so gut. Es ist besser, wenn du das hier schon so in der Form der Signatur hast. Du wirst später, wird dir das einleuchten, warum das so ist. Es sind jetzt hier einige Seiten dabei, die schon so ein bisschen grungy aussehen, wie diese hier zum Beispiel und einige andere, die ich schon so ausgewählt habe, dass sie sehr abgeranzt und abgerotzt, Entschuldigung, aussehen. Es gibt aber auch einige Seiten, so wie dieses hier zum Beispiel, wo wirklich überhaupt noch nichts passiert ist. Das ist einfach nur mit Tee gefärbt und da ist noch gar nichts passiert. Auch an den Seiten aus den Printables, die ich verwendet habe, ist natürlich noch nichts passiert. Die Kanten sind alle ganz gerade. Und das passt nicht so gut überein mit einigen anderen Seiten, die ich ausgewählt habe, wo ich hier schon so wirklich so einen abgerotzten Rand habe. Deshalb möchte ich dir heute etwas zeigen, wie du relativ zeitsparend und effizient, das ist ein weißer Schimmelsatz, Luise, diese Seiten abgrunchen kannst und zwar auf sehr unberechenbare Art und Weise. Ich nehme dafür meine Signaturen hier und klemme sie zuerst einmal mit solchen Bulldog-Klemmen hier zusammen. Wo ist jetzt die zweite? Die liegt da hinten. So viel zum Thema, wir bereiten uns auf das Video vor. Jetzt klemme ich mir das hier so zusammen und klappe einfach diese Bügelchen hier nach hier, sodass ich das Ganze so aufstellen kann. Das ist jetzt hier irgendwie nicht richtig dran, deswegen steht das nicht so gut. So, jetzt siehst du, dass hier oben die Seiten so ein bisschen auseinanderspringen. Und genau das ist das, was ich damit jetzt erreichen möchte. Zum einen steht mir das jetzt so auf dem Tisch, das ist gut zu handeln. Das fällt mir nicht auseinander. Hier hinten kann das relativ viel Papier greifen, das ist ganz gut. Und dadurch, dass das hier so zusammengepresst wird, kann ich hier sicherstellen, dass ich hier so kleine Spalten zwischen den einzelnen Seiten habe, was mir diese Technik sehr erleichtert. So, etwas muss ich sagen, bevor du jetzt vielleicht schon gerade dein Journal rausholst und während du dieses Video anschaust, gleich mitmachst. Ja, es kann ja passieren, einige Leute machen das so. Bitte mach das hier nur,
Wenn du dir ganz sicher bist, dass du mit einem sehr unberechenbaren Ergebnis leben kannst. Diese Seiten, die ich jetzt hier habe, sind wirklich nacktes Papier. Ja, also hier sind keine Bellybänder drauf, keine Taschen drauf. Ich habe hier noch nichts drauf kollagiert. Das sind alles Seiten, die ich jetzt erstmal in Rohzustand sozusagen hier reingetan habe. Das Einzige, was hier vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen dekoriert ist, sind diese Seiten, die wir beim letzten Mal gemacht haben, wo ich so drüber genäht habe. Das ist aber dann auch schon das Einzige. Hier ist also keine Dekoration drin, die mir durch diese unberechenbare Technik zerstört werden könnte. Das ist ja auch noch nicht in ein Cover eingebunden. Ich habe diese Technik auch schon einmal gemacht, wo das komplette Journal schon wirklich fertig war. Ja, also da war das Cover drum, da war alles da drin dekoriert und dann habe ich das gemacht. Das Problem dabei ist nur, oder Problem, also das, was du dir bewusst machen solltest, ist, dass du sehr unberechenbare Ergebnisse erhalten kannst. Und wenn du schon dekoriert hast auf deinen Seiten und da ist etwas passiert, wenn du das alles fertig hast, was dir gar nicht gefällt, dann kann es sein, dass du deine Dekoration zerstört hast und dir das gar nicht so gut gefällt, ja? Also hier kann nicht viel passieren. Wenn ich jetzt hier irgendetwas habe, was ich überhaupt ganz schrecklich finde, dann kann ich immer noch die Seite herausnehmen, sie als Collagenmaterial verwenden und eine andere Seite hineintun, habe ich nichts verloren, ja? Ich meine, wir sind Junk-Journaler, wir können jedes Problem lösen. Ich möchte nur vorher sagen, es können hier Effekte und Stellen entstehen, die sehr extrem sind, sehr grungy, sehr abgerotzt, wie wir das mal so sagen. Und das ist halt nicht jedermanns Geschmack, ja? Also falls du jetzt hier denkst, ich hol gleich mein Journal raus und mache mit, wenn du dir nicht ganz sicher bist, schau bitte erst das Video an und überlege dann, ob du das mit deinen Signaturen oder deinem Papier, deinem Journal machen willst. So, das Erste, was ich jetzt tue, ist, ich nehme mir dieses Bündel hier. Und jetzt nehme ich mir entweder einen Hammer oder eine sehr schwere Schere. Also eine normale Schere geht auch, ja. Aber je schwerer die Schere und je breiter diese Auflagefläche hier ist, desto besser. Oder ein Falzbein oder ein Lineal. Nimm dafür bitte nicht das Neueste, weil bei dem, was wir jetzt tun, kann es sein, dass das Lineal unter Umständen etwas leidet oder vielleicht sogar kaputt geht, wenn du es zu arg machst. Ich werde dir trotzdem zeigen, was mit dem Lineal passiert, damit du den Unterschied zu den anderen Dingern hier siehst, anderen Hilfsmitteln. Aber Lineal ist hierfür nicht mein favorisiertes Tool, ja. Such dir irgendwas, das kann auch zum Beispiel irgendwie so eine schwere Eisenstange oder irgendwas sein oder ein Stück Holz oder so, irgendwas, womit du schlagen kannst. So, dann nimmst du dir das und ich nehme mir als Erstes mal jetzt diese Ecken hier vor, also wo wirklich die kurze Seite auf die lange Seite trifft. Dann presse ich das hier so ein bisschen zusammen, nehme meinen Hammer, Achtung, das könnte ein bisschen laut gerade werden, und schlag hier mal so drauf. Hier bei den Ecken mache ich das so, dass ich das ziemlich zusammenpresse, sodass ich das Papier wirklich auch erwische und dass ich hier richtige Schäden sozusagen verursachen kann. Und ich will, dass das so aussieht. Bitte keine Panik kriegen. Das bleibt nicht genau so krass, ja. Aber was wir hier erreichen wollen ist, wir wollen hier so Knicke in die Seiten hineinbringen, damit das, was wir später machen wollen, besser funktioniert. Diese Knicke, die kannst du später so stark oder so schwach erhalten, wie du möchtest. Das muss nicht so aussehen, ja. Also krieg mir jetzt hier nicht die Krise und renn nicht gleich weg. So, machen wir das hier auf der anderen Seite auch noch. Und hier empfiehlt es sich auch, mit der langen Seite vom Hammer drauf zu hauen. Also zum Beispiel so, siehst du, das geht viel schneller, als wenn man jetzt versucht, so zu schlagen. Weil so schlägt man halt in die Seiten rein. Und wenn man das so macht, dann kriegt man da relativ schnell so einen Effekt. Und wenn das hier so ein bisschen verknickert ist, dann kannst du auch mit den Händen hier noch so ein bisschen so das auseinander machen und die einzelnen Seiten noch so ein bisschen mehr zerknüddeln. Was ich hier an dieser Stelle nicht empfehlen kann, und das, ich weiß, dass das einige für andere Techniken so machen, also das, wie ich das jetzt hier gemacht habe mit dem Hammer, das habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so machen wie ich, aber es gibt ja so Techniken, hier spritz hier Wasser drauf oder spritz da Farbe drauf. Es gibt einige, die machen das nass und machen dann so.
kann ich nicht empfehlen, weil es gibt hier einige Papiere, denen das gar nicht gut tut. Und da reißt du dir mehr ab, als dass das hier so wird, wie du das willst. Wenn du abgerissene Kanten magst, dann kannst du das natürlich tun. Aber abreißen ist auch immer sehr unberechenbar, ne? Also es kann jetzt sein, du reißt da irgendwas ab, wo vielleicht da oben ein kleines Stückchen Motiv ist, was du da behalten willst, und dann ist es nass und dann reißt es ab und dann ist es weg. Das wäre ja blöd. Also ich würde das nicht nass machen, während du das hier so grumpelst. Vergleich Hammer-Schere. Ich greife die Schere ungefähr so, wie ich sie auch greifen würde, wenn ich schneiden würde. Also wenn ich jetzt schneiden würde mit der Schere, würde ich ja so machen oder meinen Daumen hier reinstecken. Ich mache das jetzt so, dass ich die hier zusammenpresse, dass mir die nicht aufgehen kann, so dass ich mich nicht verletzen kann. Und dadurch, dass ich die hier unten so greife, kann sie mir auch nicht aus der Hand fliegen, wenn ich jetzt da drauf schlage. Und dann kann ich hier oben so drauf schlagen. Und du siehst schon, hoffentlich, dass du jetzt hier so kleine wellenartige Beschädigungen kriegst. Und genau das ist das, was wir wollen. Das geht mit so einer scharfen, mit so einer breiten und großen Schere relativ gut. Du kannst dann auch das noch so ein bisschen hier auseinander machen. Und nochmal, schlagen wir jetzt nochmal mit der Schere oder wir können nochmal mit dem Ding hier drauf schlagen. Dann siehst du, dass das also Falzbein und Schere macht keinen so großen Unterschied, wie du siehst. Das ist jetzt hier ein ähnlicher Effekt, nur ist es mit der Schere wesentlich einfacher zu handhaben, weil die einfach schwerer ist und du mehr Schwung hier drauf ausüben kannst. Machen wir das da mal so. Auf der anderen Seite zeige ich dir jetzt, was mit dem Lineal passieren würde. Muss ich aufpassen, dass ich nicht auf meine Kamera hau. Ich habe es jetzt nicht ganz so doll gemacht, dass du die einzelnen Spuren sehen kannst. Siehst du, hier entstehen solche wie so Striche, und die machen auch so ganz kleine, ne, also hier sieht man das, so ganz kleine wellenartige Beschädigungen. Teilweise springt das Papier sogar richtig auf. Das ist gut, weil für das, was wir gleich machen wollen, sind solche richtig krassen Beschädigungen ganz gut, weil dann das, was wir gleich da drauf tun werden, einfach besser funktioniert und das schaut besser aus. Also abgegruncheder aus. So, jetzt machen wir das hier der Seite nochmal hier mit der Schere, damit wir das noch ein bisschen doller machen können. So. Ja, ich glaube, das reicht mir jetzt hier erstmal. Vielleicht hier in der Mitte, da hatten wir ja vorher noch nichts gemacht. Schlagen wir hier auch nochmal so drauf. Fliegt mir gleich mein Inkpad aus dem Regal. So. Du kannst das jetzt auch ruhig so ein bisschen so hin und her knicken. Oder du könntest sogar theoretisch hier ein bisschen einreißen oder so, wenn das dir gefällt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann kannst du das mal so richtig massieren. Und das ist sehr aggressionsabbauend. Also falls du irgendwelche inneren Aggressionen verspürst, probier das mal aus. Das ist wirklich sehr entspannend. Und hier erschließt sich jetzt vielleicht meine Aussage, warum du das eher mit nackten Seiten machen solltest, als mit bereits dekorierten Seiten. Stell dir mal vor, du hättest, vielleicht kann man das hier ganz gut sehen, stell dir mal vor, du hättest hier eine Tasche aufgeklebt und du würdest jetzt, guck mal, das ist jetzt bis, wir nehmen mal die Seite, da kann ich es besser zeigen, weil in der Kamera sieht man das nicht so gut. Das ist jetzt ungefähr bis zu dem Rand von diesem Bild hier eingeknickt. Ja, wenn ich genau gucke, dann sehe ich, die Knicke gehen bis zu dem Rand von dem Bild. Und wenn deine Tasche jetzt hier aufgeklebt wäre, du würdest dir ja hier unten komplett die Tasche verknicken, hier an der Seite unter Umständen komplett die Tasche verknicken. Und das willst du natürlich nicht. So, wenn du das jetzt so hast, kannst du später die Position deiner Tasche anpassen an den Grunge, den du in deinem Journal hast, und nicht umgekehrt. Der Grunge macht dir dann nicht deine Taschen und anderen Dekorationselemente kaputt. Deswegen finde ich das ein bisschen schlauer, wenn man das so macht und später einfach die ganzen Sachen, die man da drin haben möchte, aufklebt. Dann kann man sich das auch alles viel besser vorstellen, finde ich. So, jetzt haben wir das so. Als nächstes nehme ich mir dann ein altes Buch. Wo ist das denn hin? Ach, hier. Und dieses alte Buch dient mir jetzt nur als Abstand vom Tisch zu meinem Journal-Ding hier, also zu den Signaturen. Ich lege das jetzt so da drauf, damit ich später hier hineinspritzen kann. Würde ich das auf den Tisch legen, würde ich mir erstens voll auf den Tisch spritzen und zweitens diesen unteren Bereich nicht erreichen können. Wenn das jetzt so da drunter liegt, habe ich diesen kleinen Abstand zum Tisch
Und so kann ich, das wird sich dann gleich hoffentlich erschließen, gleich hier sprühen und treffe auch die unteren Seiten. Du kannst es dir auch sogar noch höher legen, dass du das besser überblicken kannst. Dann kannst du es dir auch so ein bisschen rumdrehen. Mir geht es jetzt hier nur darum, dass ich nicht zu viel Medium verschwende, was mir auf den Tisch geht, und dass ich das leichter handhaben kann. Und dann nehme ich mir die Farben, die ich schon am Anfang für mein Journal, für die Farbpalette des Journals ausgewählt habe. In meinem Fall handelt es sich dabei um diese Farben hier. Ich habe mir da jetzt aus dem Moodboard die rausgesucht, wo ich denke, das funktioniert hier ganz gut. Das hier sind aber alles Farben, die ich schon von Anfang an ausgewählt hatte als Farbpalette für dieses Journal. Das würde ich dir auch empfehlen, egal ob du das mit Tinten machst, so wie ich das jetzt hier mit den Oxide Inks mache, oder mit irgendwelchen anderen Medien. Such dir die Farben raus, die du zu deinem Journal passend empfindest. Nimm nicht einfach irgendwelche Farben, weil das könnte dann in ein vielleicht kleines Farbendesaster ausarten. Wenn du die Farben nimmst, die du schon von Anfang an ausgewählt hast, dann kannst du sicher sein, dass egal was du jetzt hier tust, das immer irgendwie passen wird. Wenn du keine Oxide Inks oder generell Tinten hast, die in so einem Inkpad drin sind, dann kannst du natürlich auch jegliche andere Art von Medium verwenden. Du könntest zum Beispiel Acrylfarben mit Wasser vermischen, sodass die richtig flüssig sind. Aquarellfarbe würde gehen, Brushes würde funktionieren, wird natürlich dann sehr krass bunt und ist noch unberechenbarer als das, was wir hier tun, aber würde theoretisch auch funktionieren. Du kannst jegliche Art von Farbe nehmen, du könntest sogar Seidenmalereifarbe zweckentfremden und das da drauf schmeißen. Wurscht. Aber, Entschuldigung, etwas ganz Wichtiges, wenn du diese Tinten verwendest oder irgendeine Art von Stempelkissen, du machst es so, wie ich das jetzt gleich tue, dann achte bitte darauf, dass du nicht in deinem Flow Wasser in dein Stempelkissen kriegst. Ja, ich werde jetzt gleich Tinte auftragen, dann Wasser sprühen, das Ganze trocknen und danach unter Umständen weitere Tinte auftragen, wenn das getrocknet ist. Bei Aquarellfarben oder was hier Acrylfarben kannst du das natürlich alles in einem Schritt machen. Du brauchst es in der Zwischenzeit dann nicht wieder zu trocknen, es sei denn, es ist zu nass geworden. Ja, das kann natürlich auch passieren. Das wird dir gleich alles einleuchten. Was ich nur sagen will, wenn du die Tinte hier verwendest und wir tragen die direkt aus dem Inkpad auf, pass auf, dass du das zwischendurch wieder trocknest, bevor du das nächste verwendest. Ansonsten versaust du dir dein Inkpad. So, als erstes suche ich mir jetzt mal hier die Farbe aus, die mir hier am ehesten, am vordringlichsten erscheint. Und das ist in meinem Fall die Frayed Burlap Ink. Ich verwende hier die Oxide Ink, die normale würde natürlich genauso funktionieren. Das ist wasserlöslich und insofern funktioniert das ganz wundervoll, wenn man da drauf Wasser sprüht. So, ich nehme das jetzt hier. Entschuldigung. Jetzt gehe ich ganz vorsichtig mal hier am Rand so über die Seiten drüber. Man kann das auch so machen, dass die Seiten hier so ein bisschen aufspringen, sodass ich das hier so ein bisschen drauf geschmiert kriege. Dieses Inkpad ist jetzt sehr juicy, wie Tim Holz sagen würde. Oder nicht nur er. Er sagt das immer. Wenn du das gerade aufgefüllt hast oder neu gekauft hast, dann ist das sehr feucht, ne? So, feucht. Ziemlich viel Tinte drin. Wenn du ein Inkpad hast, wo du vielleicht denkst, oh, das müsste ich mal wieder nachfüllen mit dem Refiller, dann füll das bitte nach, bevor du das hier machst. Weil es ist viel einfacher, wenn das ein bisschen sehr gesättigt ist, die Tinte da drauf zu kriegen, als wenn du ein trockenes oder relativ trockenes Inkpad hast. Jetzt hast du wahrscheinlich gesehen, dass du hier am Rand so ein bisschen Schmier kriegst. Das kannst du ganz einfach mit einem trockenen Taschentuch oder Zewa abwischen. Dann schaut das wieder aus wie neu. Und jetzt nimmst du dir eine Wassersprühe. Natürlich ist die jetzt leer. Einen Moment. Wie durch Zauberhand aufgefüllt. Jetzt lasse ich das auf diesem Buch hier liegen, sodass ich gescheit sprühen kann. Und jetzt sprühe ich einfach hier in die Seiten rein, sodass die Tinte sich mit Wasser vermischt und dann da ihre Zauberei auslösen kann und hier ordentlich oxidieren kann. Man kann das natürlich auch so hochnehmen. Wenn man jetzt hier an der Seite sprühen will, macht es Sinn, das so hochzunehmen
Oder man kann es sich natürlich auch so rum aufstellen. Für die Kamera ist das jetzt sehr schlau, wenn ich das jetzt so rum mache, weil dann könnt ihr das besser sehen. Aber generell lasse ich mir das eigentlich so liegen. Ich sag dir auch warum. Weil, ganz einfacher Grund, wenn ich jetzt hier sehr viel Wasser sprühe, du siehst schon hier, guck mal, wie viel das da reinläuft. Ja, und wenn ich jetzt so sprühe, dann sprühe ich zwar auch ein bisschen auf die Seiten drauf, sodass das auch ein bisschen hier reingeht, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich das so rum hinstelle und von oben reinsprühe, weil dann läuft mir die ganze Flüssigkeit in die Seiten rein. Und unter Umständen kann es sein, dass mir das ein bisschen zu viel ist, zu viel des Guten, ja. Aber das musst du bitte selbst entscheiden. Ich mag das ganz gerne, wenn das ein bisschen so da reinläuft und unberechenbar ist und auch vor allen Dingen sehr interessante, außergewöhnliche Muster später da drin entstehen, aus denen man dann wieder was Neues machen kann. Aber wenn einem das zu viel ist und man das hauptsächlich am Rand haben möchte, dann sollte man das nicht so aufstellen. So, was man natürlich dann auch machen kann, das ist jetzt hier so medium nass, würde ich sagen. Also wenn ich da so dran greife, das geht noch einigermaßen. Lass es nicht zu nass werden. Ja, wenn du merkst, ich habe zu viel Wasser gesprüht und das sieht schon überall so aus wie hier, dann trockne das lieber einmal erst und mach dann das nächste, weil sonst hast du später einen Haufen Pappmaché. Ja, je nachdem, welche Papiere du verwendet hast, wenn du sehr dünnes Papier hast, kann es sein, dass du da sehr extremst Wasser hast und dass du das nicht getrocknet kriegst, ohne dass das dir auseinanderfällt. Da musst du ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir hier eine relativ leichte Kaffeemischung, denn das geht natürlich auch. Du kannst natürlich jetzt auch anstelle oder zusätzlich von Wasser Kaffee drauf tun. Ich finde das, also das ist so ein ganz normaler löslicher Kaffee, ne? Der billigste lösliche Kaffee, den es so gibt. Ich finde, dass der mit Frayed Burlap zusammen eine richtig coole Farbkombination ergibt. Ich nehme mir einen relativ dicken Pinsel, sodass das Ganze hier nicht Ewigkeiten dauert. Jetzt stelle ich mir das hier so auf und pinsel hier oben so vorsichtig drüber. Da läuft jetzt einiges rein, das könnt ihr wahrscheinlich in der Kamera nicht, wer weiß, wie gut erkennen, aber auch das könnt ihr natürlich steuern. Ja, also wenn ich den Pinsel aus dem Glas rausnehme, jetzt ist der richtig vollgesogen, ja, ich habe jetzt nichts gemacht. Und wenn ich den nur einmal kurz so abtunke, hier so abstreife, dann ist da noch relativ viel Kaffee drin. Ihr könnt natürlich auch wesentlich mehr abstreifen, dann habt ihr weniger am Pinsel. Und dann könnt ihr das einfach nehmen und hier so drüber ziehen und das, was da reinläuft, läuft da rein. Ich sag ja, das ist hier so ein bisschen meditativ, bisschen aggressiv, bisschen entspannend und so, alles zur gleichen Zeit. Ja, wenn ihr das doof findet, dann seid ihr sowieso schon längst nicht mehr da. Also kann ich jetzt hier auch die Wahrheit sprechen. Die, die das doof finden, sind schon weg. Weil die sich denken, was zur Hölle tut sie jetzt da mit ihren Seiten? Ja, das kann durchaus passieren, dass das der eine oder andere denkt. Vergesst nicht, auch hier hinten, ne, also wo die Signaturen da zu Ende sind, was hinzumachen, weil sonst schaut das hinterher ein bisschen komisch aus, wenn ihr das nur vorne habt. Und wenn ihr dieses jetzt habt, dann könnt ihr jetzt entweder mit Aquarellfarbe oder Acrylfarbe hier noch weitere Farben hinzugeben und das dann trocknen. Wenn ihr jetzt aber, so wie ich, eine weitere Tinte verwenden wollt, solltet ihr das erst trocknen. Ich sehe gerade, hier ist das noch nicht so richtig verlaufen. Da tun wir gerade mal hier so ein bisschen umeinander. Ich nehme mir jetzt einfach meinen Heißluftföhn und föhne dieses ganze Bündel. Wenn ich merke, dass ich, also ich föhne das erstmal im Ganzen. Ja, das hat auch einen Sinn, dass ich das tue, weil ich glaube, also das ist aber nur eine Vermutung, dass diese Effekte dann besser werden. Also ich nehme mir das erstmal so und föhne mit dem Heißluftföhn hier oben so rein zwischen die Seiten. Also ich mache das jetzt nicht an, weil das ist so laut, ne? Ich erkläre euch das nur kurz. Und dann mache ich das und dann komme ich wieder zurück. Wenn ich jetzt hier so föhne, habe ich das Gefühl, dadurch, dass die Seiten an manchen Stellen noch so zusammen sind, gibt das so irgendwie so einen besonderen Effekt. Ihr könntet natürlich auch jetzt die Klammern losmachen und jede Seite einzeln für sich föhnen. Aber meiner Meinung nach wird das nicht so gut. Diese Knicke, die wir jetzt hier haben, die brauchen wir später auch noch. Und die bleiben mir erhalten, wenn ich zuerst einmal grob so föhne und dann, wenn es einigermaßen trocken ist, die Signaturen auseinandernehme und dann komplett föhne. Das ist aber, ja, ich habe das noch nicht so oft gemacht, bevor ich euch das jetzt hier in dem Video zeige. Das ist jetzt nur so eine Vermutung, aber ja, es ist außerdem auch viel handlicher, wenn ihr das so föhnt, weil dann habt ihr alles in der Hand und
ja, braucht er nicht irgendwie umeinander tun. Das werde ich jetzt gerade machen und wenn das trocken ist, sehen wir uns gleich wieder. So, wenn du das auf die Art und Weise so einigermaßen getrocknet hast, dann kannst du jetzt diese Klammern abnehmen und das vollständig trocknen. Weil, wie man sieht, hier wo die Klammern waren und hier weiter innen, ist die Flüssigkeit natürlich noch wesentlich mehr da, oder wie sagt man, also da ist es wesentlich feuchter jetzt noch, als hier am Rand durch das Föhnen. Aber den Effekt, den wir da haben wollen, den haben wir jetzt hier größtenteils schon erhalten. Guckst du zum Beispiel hier, da haben wir schon so einen richtig coolen grungy Rand bekommen. Und hier ist es jetzt aber noch ein bisschen feucht. Ich mag das lieber, wenn man das hier zuerst jetzt auch noch trocknet, solche Stellen, bevor man da weitermacht. An manchen Stellen fühlt sich das nämlich so richtig klamm noch an. Auch hier zum Beispiel, da ist das so richtig reingelaufen. Das finde ich hier total cool. Wenn das richtig trocken ist, dann schaut das, glaube ich, richtig geil aus. Vor allen Dingen auch, was hier auf diese kleinere Seite gekommen ist. Wie gesagt, sehr unberechenbar, sehr einzigartig und hier in diesem Fall jetzt überall noch so ein bisschen feucht. Ich werde das jetzt nochmal trocknen, indem ich einfach wieder mit meinem Föhn drüber gehe und Seite für Seite diese noch etwas feuchten Stellen komplett trockne, sodass wir dann mit dem nächsten Schritt weitermachen können. So, nachdem das Ganze komplett durchgetrocknet ist, schaut das so aus. Wie man hier von der Seite schon sehen kann, haben wir hier so eine richtig coole grungy Optik. Und was ich daran richtig genial finde, ist das Folgende. Wenn man das jetzt theoretisch genau so lassen würde, ja, dann hätte man, wenn man das später in sein Journal eingebunden hat, von den Seiten total krass hier so, ne, abgeranzt und so weiter, so richtig grungy. Und wenn man die Seiten aber aufschlägt, hat man trotzdem noch eine normale Seite, auf der man komplett schreiben kann. Also hier ist es jetzt gerade nicht ganz so extrem. Dieser Effekt ist jetzt auch noch nicht hundertprozentig so, wie ich ihn gerne hätte. Ich möchte nur, dass ihr zwischendurch mal so einen kleinen Zwischenstand sehen könnt. Also hier zum Beispiel haben wir jetzt hier diesen coolen Rand. Und das hier ist aber eigentlich beinahe so geblieben, wie es vorher war. Das hier auch zum Beispiel, dieses blaue Papier, wo man ja gut mit einem weißen Stift drauf schreiben könnte, hat jetzt diesen coolen abgerotzten Rand zusätzlich zu diesem abgerissenen. Und man kann aber trotzdem noch vernünftig schreiben. Ja, also alles, was wir jetzt eigentlich tun, ich habe hier gerade noch nicht so ein ganz gutes Beispiel, hier zum Beispiel, alles, was wir jetzt tun, sorgt eigentlich dafür, dass wir diesen coolen Rand kriegen, aber unsere Seite erhalten bleibt. Und das finde ich richtig genial daran. Wie ihr gerade schon gehört habt, ist mir das noch nicht genug. Also auf manchen Seiten ist das schon richtig gut. Also so wie ich mir das auch in etwa am Ende vorstelle, so wie hier zum Beispiel. Ich könnte euch mal gerade hier noch diese teegefärbte Seite zeigen. Da ist das auch richtig cool geworden. Seht ihr diese Ausblutungen hier? Das finde ich richtig genial. Jetzt kann man hier irgendwas noch gestalten und hier in der Mitte kann man schreiben. Genauso auf der anderen Seite auch. Hier drumherum hat man diesen coolen Rand, den man jetzt noch weiter ausgestalten kann. Und hier kann man schreiben. Finde ich einfach nur genial. Aber mir ist das Ganze noch nicht doll genug. An manchen Seiten, da ist einfach irgendwie noch gar nichts passiert oder viel zu wenig. Deswegen werde ich das Ganze jetzt noch etwas extremisieren. Also du kannst jetzt theoretisch sagen, ich höre hier auf und lass das einfach so. Würde ja auch funktionieren. Das wäre dann hier so ein Medium Grunge, würde ich mal sagen. Aber du kannst das Ganze auch noch extremisieren, indem du einfach jetzt im zweiten Schritt die Signaturen nimmst und die so ein bisschen so auffächerst, so zum Beispiel, oder nach unten hin, das ist ja völlig wurscht. Von hinten schaut das Ganze jetzt so aus, also ich habe da jetzt ungefähr so 1, 2, 0,5 cm Abstand. Ihr seht schon, das ist ziemlich so willkürlich, also das, ja, ist völlig wurscht, wie du das machst. Hauptsache, das ist so ein bisschen aufgefächert, weil auf diese Art und Weise kannst du jetzt natürlich mehr von diesen Seiten erreichen. Du könntest jetzt auch die einzelnen Seiten noch so ein bisschen rauszupfen, dann würdest du noch mehr Seiten erreichen. So, ich verwende jetzt als nächstes mal Brushed Corduroy. Das ist auch in meiner Farbpalette für dieses Journal von Anfang an schon vorhanden gewesen. Und jetzt nehme ich das einfach so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger zu handhaben, weil wir jetzt nicht mehr diese Klemme da dran haben. Aber wurscht, das kriegen wir auch so irgendwie hin. Und jetzt streiche ich hier so drüber, sodass ich hier nochmal etwas mehr von dieser Tinte hinkriegen kann. Ich kann das auch umdrehen und das hier auf der anderen Seite natürlich gleichzeitig machen. Und jetzt habe ich das nur in dem oberen Bereich gemacht, weil ich gerne
So, ich muss das mal gerade hier abwischen, weil ich gerne unten noch eine andere Farbe haben möchte. Weil ihr könnt natürlich auch jetzt gleichzeitig verschiedene Farben auftragen. Ist ja logisch. Nur, was ich jetzt nicht tun würde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die nächste Farbe, in diesem Fall Vintage-Foto, verwende, gehe ich jetzt nicht über die Stellen, wo ich vorher die andere Farbe verwendet habe, um nicht diese Tinte auf dieses Inkpad drauf zu kriegen. Weil, ne, vermischt sich und so weiter, finde ich nicht so toll. Man kann das natürlich reinigen, indem man einfach da mit einem trockenen Tuch über das verschmutzte Inkpad drüber geht. Das finde ich jetzt aber persönlich gar nicht so toll, weil das kostet mich zu viel Nerven und zu viel Zeit. Und ich mag das nicht, wenn meine Farben da drin vermischt sind. Wobei auch da nichts dagegen spricht. Ja, das könnt ihr machen. Wenn ihr da jetzt irgendwie so ein bisschen was drauf habt, nehmt ihr einfach ein trockenes Tuch und geht über das Inkpad drüber. Dann verschwendet ihr ein kleines bisschen Tinte, aber es ist danach wieder sauber. So, und wenn wir das haben, soll man da vielleicht ein bisschen Kaffee jetzt auch noch drauf werfen? Ich glaube, das machen wir mal. Wenn wir das jetzt haben, dann machen wir das nochmal nass, sodass jetzt das hier auch nochmal richtig einwirken kann und die Tinte hier ihren Dienst tun kann und dieser Oxidationseffekt eintreten kann. Das kannst du jetzt entweder mit Kaffee machen, wie du hier siehst, oder du spritzt nochmal Wasser oder beides. Ich glaube, ich entscheide mich in diesem Fall für beides, sodass es da drin nochmal, ja, also hier sieht man das schon, oder? Das verläuft jetzt nochmal so richtig stark da hinein. Und das ist einfacher, wenn du das sprühen kannst. Du könntest natürlich auch Kaffee sprühen, fällt mir gerade mal so auf. Wäre auch eine Variante. So, und jetzt, wenn du das hast, jetzt kannst du dir denken, okay, das ist mir schon genug. Und dann kannst du das nochmal trocknen und dann könntest du das theoretisch so lassen und du wärst fertig mit deinem Grunge-Effekt. Aber ihr kennt mich. Ich bin da immer so ein bisschen extrem. Deswegen werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde diese Seiten von den einzelnen Signaturen, also ich nehme jetzt jede Signatur einzeln vor, während das da noch so ein bisschen einwirkt, und ziehe die Seiten so ein bisschen auseinander. Also von jeder einzelnen Signatur mache ich mir jetzt so einen kleinen Fächer sozusagen. Und dann knautsche ich das hier oben nochmal so ein bisschen. Denn jetzt werde ich das Ganze hier oben und hier unten an den Kanten embossen. Und zwar mit Embossingpulver bzw. Embossing Glaze und mit der Hilfe von dieser Feuchtigkeit, die ich jetzt hier habe. Ich habe da so gewisse Erkenntnisse gewonnen. Für mich war das total neu, dass man mit Wasser auch embossen kann. Ihr könntet natürlich auch das Ganze trocknen und ein Embossing-Stempelkissen verwenden und damit so drüber gehen und dann das Embossingpulver drauf tun. Aber warum, wenn es auch mit Wasser geht? Für mich war das komplett neu. Alle diejenigen, die schon sehr viel Erfahrung mit Embossing haben, die werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen und sich denken, ja, warum hat die das nicht gewusst? Aber ich habe das nun mal nicht gewusst. Jetzt habe ich das rausgefunden. Jetzt machen wir das hier mal. Ich habe hier zum einen diese Embossing-Pulver hier von Ranger. Zufälligerweise in den Farbtönen Frayed Burlap und Brushed Corduroy, was ja auch die Farben sind, die ich vorher von meinen Ink-Pads verwendet habe. Das muss aber natürlich nicht unbedingt sein. Ihr könnt auch jegliche andere Farbe dafür verwenden, die euch in diesem Schritt jetzt gut gefällt. Dieses Embossing-Pulver ist so gemacht, dass das so einen distressten Look ergibt. Das heißt, das muss man vorher schütteln, weil hier drin verschiedene Arten von, wie sagt man da, diesen kleinen Körnchen sind. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Jedenfalls gibt es da welche, die da kleben bleiben sollen und welche, die wieder abfallen sollen. Das habe ich auch zuerst nicht gewusst. Es war mir etwas kurios. Aber genau dadurch entsteht eben dieser distressed Look und dieser typische Look von eben diesem Embossing-Pulver. Jetzt werde ich das hier abschütteln. Alles, was jetzt hier vom Wasser kleben bleibt, ist völlig perfekt für mich. Den Rest nehme ich und schmeiße ihn hier wieder in dieses kleine Behälterchen zurück. Und jetzt nehme ich meinen Embossing-Föhn und embosse das Ganze. Das, was jetzt wegfliegt, fliegt weg. Also wenn ihr das machen wollt, macht das bitte über einen Mülleimer. Ich mache das jetzt für das Video hier, sodass ihr das sehen könnt, was da passiert. Aber wenn ihr das zu Hause macht, macht das bitte über einen Mülleimer, weil es fliegt jetzt ziemlich viel hier weg und das habe ich später alles auf meinem Tisch und am Boden liegen. Das ist natürlich nicht so toll. Das Embossen dauert jetzt hier natürlich etwas länger, als ihr das normalerweise erwarten würdet, denn
Die Hitze vom Föhn muss jetzt das Pulver schmilzen und das Papier trocknen. Und das dauert natürlich etwas länger, als man erwarten könnte. So, also als man bei trockenem Ding mit Embossing Inkpad erwarten würde. Machen wir das kurz. So, das Ganze schaut jetzt so aus und bei diesem Embossing-Pulver ist es so, also für alle, die das nicht wussten oder wissen, so wie ich das zuerst nicht wusste und mich total gewundert habe, hier ist es so, dass ihr das jetzt komplett abkühlen lassen müsst und diese kleinen Stückchen, die dazu gedacht sind, dass sie wieder runtergehen, die müsst ihr dann mit den Händen oder mit einem Pinsel so abrubbeln. Und dadurch entsteht dieser typische, so richtig abgeranzte Look. Das ist bei diesem Embossing-Pulver offensichtlich ein bisschen anders als bei anderen Embossing-Pulvern. Hier oben steht auch extra drauf, create that weather-worn look. Also das heißt, das soll so distressed aussehen, richtig unregelmäßig. Das heißt also, wenn das hier abgekühlt ist, dann gehe ich hier mit meinem Finger drüber oder man kann auch einen Pinsel oder so ein kleines Bürstchen oder sowas nehmen und das hier abrubbeln. Dadurch kann ich auch erreichen, dass die Seiten ein ganz kleines bisschen wieder glatt werden, denn so ganz gekrumpelt schaut es auch ein bisschen komisch aus später im Journal. Also wenn ihr das dann wieder ein bisschen glatt machen wollt, könnt ihr das in dem Schritt auch gleichzeitig tun. Und alles, was ihr jetzt auf dem Tisch habt, ich weiß nicht, ob man das auf diesem dreckigen Tisch hier sehen kann, aber wenn ich jetzt hier so ein bisschen das zusammenschiebe, könnt ihr das vielleicht sehen. Seht ihr diesen kleinen grünen Haufen da? Das dürft ihr jetzt nicht wieder in dieses Containerchen hineintun. Also in das sowieso nicht, weil das ist das Falsche. Das dürft ihr jetzt nicht wieder in diesen Container reintun, weil ihr euch sonst die Mischung, die ihr in dem Container habt, verändern würdet. Und dann funktioniert das natürlich nicht mehr so gut. Also dieses Zeug ist dazu gedacht, dass es dann später wegfliegt und in euren Mülleimer landet, sodass ihr dann diesen richtig coolen, abgeranzten Look hier kriegt. Und ich finde das einfach nur genial. Ich weiß nicht, ob das die Kamera jetzt, wer weiß, wie gut auffangen kann. Aber das ist so richtig fühlbar natürlich jetzt. Das ist so richtig schön rau. Und das sieht nicht nur genial aus, das fühlt sich auch total genial an. Jetzt könnt ihr natürlich denken, oh, jetzt hat ihr das hier so, ne? Und jetzt ist das sehr viel, wenn ihr euch das mal so anguckt. Aber ihr müsst bedenken, dass ja später die Seiten in die Signatur wieder so zurückgehen. Wir hatten die ja vorher aufgefächert. Und wenn ich die jetzt wieder an ihre Stelle zurückschiebe, dann habe ich das auf den einzelnen Seiten hier unten. Aber es ist natürlich nur sichtbar, wenn ich jetzt hier so umblättere. Hier habe ich jetzt dieses kleine Stück und wenn ich weiterblättere, habe ich hier so ein kleines Stückchen, hier oben ein bisschen was und so weiter. Das heißt also, wenn ihr das vorher auffächert, das dann macht und später wieder zurückschiebt, dann ist das nicht so übertrieben. Weil ich finde, wenn dieser Effekt zu übertrieben ist, dann schaut das auch nicht so gut aus. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt natürlich ein Inkpad verwenden, was eben diese Embossing-Ink drin hat und so drüber rubbeln. Dann könnt ihr euch das mit dem Wasser sparen, dann geht das Embossen wesentlich schneller. Und was ihr auch tun könnt, und das werde ich jetzt auch noch tun, so dass ihr das seht, ihr könnt auch die Glaze, Embossing Glaze verwenden und die mit diesem anderen Pulver mischen. Zeige ich euch, wie ich das mache. Ich mache nur mal gerade hier das sauber, weil dann schaut euer Journal später nass aus. Und das finde ich einfach nur genial. Ich schmeiße das mal gerade hier in meinen Mülleimer rein. Also, dafür sollte natürlich das, was ihr da habt, trocken sein. Das heißt also, wir trocknen mal gerade hier einmal diese Signatur. Das ist hier schon fortgeschritten. Ihr seht schon, hier ist das schon richtig gut geworden, wie das da so reingezogen ist in der Zwischenzeit, wo ich das andere jetzt gemacht habe. Und guckt mal hier, hier kriegt ihr auch, wenn ihr das mehrmals hintereinander macht, so einen doppelten Effekt. Seht ihr das? Jetzt ist das hier noch dazugekommen. Schaut das nicht einfach nur cool aus? Ich finde das einfach nur genial. Ich trockne das gerade und dann zeige ich euch, wie ihr das mit der Glaze und dem Embossing-Pulver vermischt machen könnt. So, wenn das Ganze getrocknet ist, haben wir das hier so. Jetzt nehme ich mir das auch nochmal und fächer mir das hier so ein bisschen auseinander. Und jetzt kann man natürlich das, was man jetzt macht, sehr stark beeinflussen und überdenken, was man da tun will. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, beispielsweise hier auf dieser Seite möchte ich diesen Effekt nicht haben,
dann lasse ich die Seite einfach hier drin so stecken und nehme mir nur die drei Seiten vor, die jetzt hier sind. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt mit dem Embossing Inkpad mache und nicht mit Wasser. Weil wenn ich jetzt Wasser sprühe, dann kann ich ja überhaupt nicht beeinflussen, wo das hinfliegt. Und das ist ein bisschen blöd. Weil ich möchte das jetzt hier irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, einigermaßen kontrolliert machen. Ich möchte nur ein ganz kleines bisschen hier auf dieser Seite haben. Also knicke ich mir die Seiten hier so hin in diesem Bereich, wo ich das jetzt machen möchte, sodass ich ungefähr abschätzen kann, wo das Ganze passieren wird. Jetzt kann ich entweder so ein Inkpad verwenden oder was man natürlich auch nehmen könnte, wäre so ein Embossing Dabber. Damit kann man, das kann man hier oben so aufschrauben, die Tinte auch, also diese Embossing-Tinte, die sich hier drin befindet, ist nichts anderes als das, was in so einem Embossing-Stempelkissen drin ist. In diesem Fall ist es wahrscheinlich schon was anderes, weil das nicht die gleiche Marke ist. Aber ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Vom Inhalt her mag es sich von der Zusammensetzung her unterscheiden, aber der Effekt ist der gleiche. Damit könntet ihr jetzt hier so drüber gehen. Ich meine, ich kann das ja mal gerade hier machen. Ich kann jetzt hier bloß überhaupt nichts sehen. Das Problem ist, dass man bei diesem Zeug so ein bisschen drücken muss, damit da was rauskommt. Und deshalb ist das auch ein bisschen unpraktischer, würde ich mal sagen, als mit dem Inkpad. Aber nichtsdestotrotz können wir das ja hier mal so machen. Dann sehen wir gleich, wie das wird. Und dadurch, dass das so ein bisschen glänzend ist, könnt ihr sehen, wo sich das befindet und wo das Embossing-Pulver später hängen bleiben wird. Jetzt machen wir das mal hier so. Machen wir hier unten ein bisschen mehr. So. Und dann nehme ich mir zuerst einmal hier meine Pappe. Nehme ich mir zuerst die Glaze. Hier in diesem Fall nehme ich jetzt mal Walnut Stain. Das ist ja ziemlich dunkelbraun. Und mit der Glaze gehe ich jetzt einfach hier so wahllos drüber. Ungefähr eben da, wo ich vorher dieses Embossing Ink aufgetragen habe, dann klopfe ich das ganz gründlich wieder ab, weil falls mir was zwischen die Seiten gekommen ist, will ich natürlich nicht, dass das da kleben bleibt. Das müsst ihr richtig gut wieder abklopfen, sodass alles, was auch in diesen kleinen Ritzen da hängen geblieben ist, wirklich mit runterkommt. So, und wenn ich das habe, tue ich erstmal das hier vorsichtig wieder hier hinein, dass mir da nichts passiert, weil, ne, wenn ihr das erhitzt, dann bleibt euch das Wappen, wo es halt gerade sich befindet. Und dann schaut das Ganze erst einmal so aus. Und das, was ihr jetzt macht, das muss verhältnismäßig schnell gehen. Die Glaze schmilzt viel, viel schneller als Embossingpulver, also als ein normales Embossingpulver. Und wenn die noch ein bisschen klebrig ist, nehmt ihr euch das normale Embossingpulver, schüttet das drüber und embosst das nochmal. Also das heißt, ich werde das jetzt heiß machen, bis es anfängt zu schmilzen. Dann schütte ich ganz schnell das drüber. Dann kann man natürlich ein bisschen warten und dann embosse ich das nochmal, sodass sich beide Dinger miteinander vermischen. Dafür lege ich mir das hier schon mal bereit, sodass ich gleich dieses draufschmeißen kann. Und dann geht das hier los. So, ganz schnell das hier drüber und zwar total wahllos am besten. Ist mir jetzt, glaube ich, gerade überhaupt nicht gelungen. Das muss man ein bisschen üben. Ja, mir ist das jetzt gerade nicht gelungen, das wahllos zu machen, weil, wie ihr seht, ist jetzt überall da, wo oder fast überall da, wo vorher die Glaze war, auch dieses Pulver kleben geblieben. Hier unten ist es ein bisschen dunkler von der Glaze. Also hier ist jetzt nur die Glaze und hier ist dieses Mischmasch. Aber wenn ich das jetzt embosse, werdet ihr sehen, dass man da kriegt man jetzt einen richtig coolen Effekt. Und zwar eine richtig coole Mischung aus der Glaze und diesem anderen Pulver. Pissi Dampf. So, guckt euch das an. Ist das cool oder ist das cool? Jetzt muss ich das hier unten auch noch machen, weil hier unten habe ich jetzt die Glaze noch. Ich habe das jetzt quasi so stückchenweise gemacht. Ne? Das ist ganz gut, wenn ihr zuerst den oberen Teil embosst, dann das andere drüber kippt und dann habt ihr diese Mischung und dann macht ihr das da unten nochmal, weil ansonsten ist das zu viel Fläche. Dann kriegt ihr das nicht schnell genug da drauf geschüttet. Das heißt also, ich mache das jetzt hier unten. Machen wir das hier mal so ein bisschen auseinander, dass das ein bisschen einfacher geht.
Und ich glaube, in diesem Fall möchte ich das sogar hier unten nur mit der Glaze lassen. Weil wenn ihr euch das jetzt mal im Gesamten anguckt, dann schaut das irgendwie ausgeglichener aus. Und auch wenn das hier jetzt später wieder hier reingeht, so wie es ursprünglich angedacht war, so, dann schaut das irgendwie besser aus, finde ich, wenn hier diese dunkleren Stellen sind. Die Glaze ist ja durchscheinend. Das heißt also, durch das Walnut Stain sieht man jetzt dann in dem Fall dieses blaue Papier durchscheinen. Entschuldigung. Und auch hier sieht man das, was drunter ist, durchscheinen. Und ich finde das einfach total cool. Erst recht dann, wenn das so glänzt, denkt man, das ist nass, obwohl das gar nicht nass ist. Und das finde ich einfach einen total coolen Effekt. Jetzt werde ich das an einigen anderen Stellen auch noch machen. Achso, und übrigens hier müsst ihr natürlich jetzt auch dann nochmal mit dem Finger so rübergehen, um diese Stückchen von dem Embossing-Pulver runterzuholen, die nicht dafür gedacht sind, hier drauf zu bleiben, ne? Also, dass dieser richtig krass Distressed-Effekt entsteht. Und das werde ich jetzt hier an einigen anderen Stellen auch noch machen, bei allen anderen Signaturen. Und wenn ich das fertig habe, dann zeige ich euch da nochmal die Ergebnisse. Puh, also ich muss sagen, das ist wirklich die perfekte Beschäftigung, wenn es draußen eh schon 45 Grad im Schatten hat, dann auch mit so einem Embossing-Föhn hier rum zu hantieren. Aber wie man hoffentlich sehen kann, hat sich die Mühe und die Hitze vor allen Dingen gelohnt. So schaut das Ganze jetzt hier mal von der Seite aus. Was halten wir davon? Ich versuche mal, das so ein bisschen zu drehen, dass ihr vielleicht sehen könnt, wie das hier jetzt glänzt. Das schaut wirklich so aus, als wenn das noch feucht wäre. Ah, ich glaube, ich kriege das in der Kamera nicht richtig hin. Aber bitte glaubt mir das. Wenn man das im richtigen Lichtwinkel betrachtet, dann schaut das aus, als wenn es noch feucht wäre, obwohl es gar nicht mehr feucht ist. Das finde ich den einen coolen Effekt. Und das geht natürlich auch verhältnismäßig schnell. Ich habe jetzt hier an den Kanten auch noch ein bisschen von der Glaze im Farbton Vintage Photo draufgetan, sodass wir diese Farbe auch nochmal haben, denn die war ja von Anfang an auch schon in dieser Farbpalette drin. Und jetzt schaut das Ganze so aus. Das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel. Nehmen wir mal an, diese Signatur wäre hier und das wäre schon im Journal eingebunden. Dann finde ich das nicht ganz übel, wenn man auf der ersten und oder auf der letzten Seite der Signatur, so wie jetzt hier zum Beispiel und hier, das so geknickert lässt. Man hat ja dann durch die Bindung hier 0,5 bis 1 cm circa Abstand, sodass, wenn man jetzt diese ganzen Seiten umgeschlagen hat, durch diesen Schlitz hier zwischen, das hier durchaus Platz hat. Weil das ist natürlich schon verhältnismäßig voluminös jetzt logischerweise. Man könnte hier jetzt auch noch drüber nähen, sodass das dann noch ein bisschen weiter runtergequetscht wäre. Ich denke auch, dass das mit einer Naht nicht schlecht aussehen würde. Man kann das aber natürlich auch einfach so lassen. Ich sehe gerade, die Signatur ist hier auf dem Kopf, aber das tut ja nichts. Das wäre ja unten genauso gleich wie oben. Eigentlich gehört die so rum. Ja, so, jetzt könnt ihr das entscheiden. Ihr könnt auch theoretisch das hier wieder ausfalten, so komplett ausfalten, sodass die Seite wieder gerade ist. Dann habt ihr hier oben so ein kleines lustiges Dreieck und auf der anderen Seite schaut das dann auch ganz interessant aus, wenn ihr da diese Spuren sozusagen nur an manchen Stellen habt. Und dieser Knick, den könnte man jetzt theoretisch auch noch distressen, also hier und da vielleicht. Dann schaut das bestimmt auch ganz interessant aus. Und ja, so ist das jetzt hier. Ich versuche jetzt mal gerade hier noch ein paar extremere Beispiele zu finden, dass ich euch das noch ein bisschen genauer zeigen kann. Aber ich finde auch, auch wenn es gar nicht so extrem ist, so wie hier zum Beispiel, habe ich jetzt nur diesen kleinen Rand. Das unterstützt jetzt hier nochmal dieses kleine Schildchen mit der Schrift drauf, finde ich ganz gut. Das gibt einfach hier nochmal so einen coolen Abschluss. Auch wenn das nur ganz dezent ist, finde ich, schaut das richtig genial aus. Und ich finde es auch ganz gut, wenn das nicht überall so gleichmäßig ist. Also ich habe es auch an manchen Stellen, so wie hier jetzt, auf einer ungeknickten Seite gemacht. Bin ich auch einfach mit dem Inkpad so drüber gegangen, dann habe ich das drüber gebröselt. Ich finde, das muss auch nicht immer unbedingt überall so geknickt sein. Aber das Geknickte macht es natürlich noch viel grungiger, als wenn es nicht geknickt ist. Also ja, logisch, oder? auf diesen betinteten Stellen sozusagen, also da, wo der Kaffee und die Oxide Ink ist, schaut das richtig cool aus. Wie gesagt, die Glaze ist ja durchscheinend und dadurch, ja, habt ihr da
eben diesen doppelten Effekt. Auf der einen Seite habt ihr diese Farbvermischung und auf der anderen Seite habt ihr dann die ja diesen Glanz von der Glaze. Hier ist jetzt nicht ganz so viel hingekommen. Hier habe ich das jetzt nochmal so gemacht. Das ist jetzt auch wieder sozusagen die Startoptik einer Signatur. Da finde ich das ganz cool, wenn hier sowas ist. Man könnte jetzt hier natürlich auch noch mit anderen Medien draufgehen, indem man hier zum Beispiel Gesso drauf schmiert oder in diese freien Flächen zum Beispiel etwas Kleines stempelt oder so. Für dieses Fairy Journal würde ich sagen, Schmetterlinge würden sich ganz gut eignen oder auch andere kleine Viecher wie zum Beispiel Motten oder so, wenn man solche Stempel hat. Und also man kann natürlich auch alles mögliche andere nehmen. Wenn ihr jetzt Feen- oder Elfenstempel habt, dann könnt ihr die natürlich auch verwenden. Sowas habe ich jetzt nicht, deswegen denke ich schon gleich an die Stempel, die ich jetzt habe, oder? Also Schmetterlinge oder Motten wären jetzt bei mir eher so Flügeltierchen, sage ich jetzt mal, oder Libellen würden vielleicht auch ganz gut passen. Aber da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr möchtet. Und ich finde, das schaut einfach nur genial aus. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ihr das auch gut findet. Und ich finde auch diese Mischung einfach, ne, aus diesem glänzenden und dem normalen Embossing-Pulver, das schaut in meinen Augen richtig interessant aus. Und das geht natürlich jetzt auch hier verhältnismäßig schnell. Also wenn ich bedenke, wenn man jetzt mit einem Schwämmchen oder so hier rumgehen würde und würde das auf den ganzen Seiten machen, wo ich das jetzt gemacht habe, würde das wesentlich länger dauern, wenn man das, also ne, mit Schwämmchen und Tinte distressen würde, als wenn man das so macht. Das geht halt wesentlich schneller. Und ich finde auch gerade dieses Unberechenbare daran sehr, sehr cool. Und was mir, das habe ich vorher schon gesagt, besonders daran gefällt, ist, wenn ich das jetzt mir vorstelle, das wäre jetzt in meinem Journal. Also da wäre schon ein Cover drum und das Journal wäre komplett fertig. Dann habe ich von außen diese verknickerte Optik. Wenn ich mir das von hier angucke, schaut das richtig grungy aus. Ich habe diese richtig abgeranzte Optik, aber egal wo ich das aufschlage, ich habe hier normale Seiten, auf denen ich weitermachen kann. Meine Seiten selbst sind eigentlich nicht so verknickt oder so, wie man das von außen, wenn man auch von außen auf die Seiten guckt, erwarten könnte. Weil eben diese Sachen nur am Rand sind und hier habe ich noch die Möglichkeit, irgendwas aufzukleben, ohne dass mir diese Knicke im Weg sind. Ich habe die Möglichkeit zu schreiben, ohne dass mir diese Knicke im Weg sind. Und das finde ich persönlich ganz cool, weil jetzt hat man noch alle Möglichkeiten, dieses Journal von innen auszugestalten. Ja, so, vielleicht werde ich hier noch das ein oder andere hinzufügen. Eventuell werde ich diesen Effekt noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auffälliger machen, weil ich finde, gerade wenn das aufgeschlagen ist und man hier so auf diese einzelnen Seiten so drauf gucken kann, gerade auch wenn die ein bisschen unterschiedlich groß sind, dann gefällt mir das ganz gut, wenn das auffällig ist einfach. Und die Seiten, das muss man natürlich auch noch vielleicht sagen, die Seiten werden natürlich hier an den Kanten jetzt dadurch auch relativ stabil. Also wenn ich jetzt einen Cover zum Beispiel habe, was beispielsweise ein Softcover ist und mir stehen die Seiten entweder gewollt oder aus Versehen ein bisschen zu weit raus und das stößt irgendwo auf, dann kann hier eigentlich mit den Seiten nicht ganz viel passieren, weil dieses Embossingpulver richtig hart wird und diese Glaze ist ja ein bisschen so wie Plastik und dadurch wird die Seite ganz, ganz stabil. Übrigens, wenn ihr diesen Glanz von der Glaze nicht gut findet und ihr wollt das lieber matt haben, aber eben diesen durchscheinenden Effekt von der Glaze, dann könnt ihr einfach ein bisschen Stahlwolle nehmen und damit in so kreisende Bewegungen über diese geglazten Stellen drüber gehen, dann wird das Ganze ganz matt und ihr habt im Prinzip ja eine matte Optik, die euch trotzdem die Farben, die da drunter sind, durchkommen lässt. So, das war's mal für heute von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet das nachmachen und daran genauso viel Freude haben wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüssikowski.